Seit mehr als einem Monat ist jetzt schon der Liberty Plaza in Lower Manhattan besetzt. Occupy Wall Street ist zu einem richtigen Big Thing geworden. Und Occupy zu einer Catchphrase. Alle wollen sich anhängen. Occupy irgendwas. Soziologen, Politikwissenschaftler, linke Theorie-Celebrities gehen hin und reden und halten Lectures unter freiem Himmel ab. Ich glaube, ich bin der Einzige aus diesem Protest-Jet-Set, der es da noch nicht hingeschafft hat. Hab leider keine zwei freien Tage gehabt im letzten Monat. Das war jetzt Ironie, sage ich dazu, nachdem ich gemerkt habe, dass manche Poster da unten vergangene Woche tatsächlich geglaubt haben. Ich meine das ernst, als ich den Erwin Pröll, den Kommunisten aus Niederösterreich, genannt habe. This way of democracy and popular will. Also, wer da schon alle dort waren. Nicht nur Slavoj Žižek und Judith Butler, auch Benjamin Barber und Richard Sennett. Der Sennett hat mir unlängst erzählt, wie berührt ihn das hat dort. Die Ernsthaftigkeit, die sich von der Parolenhaftigkeit des politischen Betriebs so merkbar abhebt. Called socialists. We are called socialists. But here there already is socialism for the rich. Occupy Wall Street hat jetzt schon die politische Debatte in den USA merkbar verschoben und global auch. Und das, obwohl da keineswegs unübersehbare Menschenmengen auf die Straße gehen. Ein paar 10.000 vielleicht, alles in allem. Und natürlich hat das ganz viel mit Symbolik zu tun. New York, das ist ja die heimliche Hauptstadt der Welt und Lower Manhattan, die Metropole des globalen Finanzsystems. Eine Besetzung hier hat natürlich viel mehr Bedeutung als, sagen wir, eine am Alexanderplatz in Berlin. Aber sie erfährt natürlich auch deshalb so viel Beachtung, weil einfach viele, viele Menschen sich doch eher die Frage gestellt haben, wann ist es denn endlich soweit? Es kann doch nicht sein, dass wir das alles so hinnehmen, dass sich eine Branche den gesamten Wohlstandszuwachs krallt, dass sich das oberste Prozent den gesamten Reichtum krallt und dass dann auch noch die Steuerzahler einspringen müssen für ihre Verluste. Wie das eben die Hamburger Zeit so schön formuliert hat, die Occupy-Leute finden so viel Gehör, weil sie Recht haben. Und jetzt sagen die Nörgler und die neoliberalen Bescheidwisser, die mit ihren einfachen Parolen die Welt an die Wand gefahren haben, die haben doch gar keine Forderungen. Soll heißen, die haben nicht ein, zwei Antworten, die es mit ihren Parolen mit weniger Staat, mehr Privat aufnehmen könnten. Ja, eh. Erstens natürlich deshalb, weil sich eine komplexe Welt nur in den Köpfen von Ideologen in so einfache Slogans packen lässt. Aber darüber hinaus ist das doch gar nicht wahr. Im Grunde weiß doch jeder, was die Protestierenden wollen und was die vielen Millionen anderen wollen, die ebenso empört sind wie sie. Kalle Lassen, der Chefredakteur von Adbusters, der diese Proteste de facto losgetreten hat, hat das so formuliert. Sie wollen eine Finanztransaktionssteuer, sie wollen, dass der Glass-Steagall Act, der in den USA Geschäftsbanken und Zockerbanken, also Investmentbanken, mit einer Firewall getrennt hat, wieder eingeführt wird. Sie wollen eine wirkliche Bankenreform und das Ende der Korruption in Washington. Und ich würde noch hinzufügen, sie wollen, dass das aufhört, dass sich die obersten 1% alles krallen. Sie wollen ordentliche Löhne für die normalen Leute und weniger an Boni und Fantasiegewinnen für die oben, damit eben die Einkommensschere nicht weiter aufgeht, sondern wieder zugeht. Mehr Gleichheit. Wie viel präziser hätten die es denn gerne, die über mangelnde Forderungen die Nase rümpfen? Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat geschrieben, es ist doch klar, welche Art von Dingen die Occupy Wall Street Demonstranten wollen. Und es ist wirklich der Job politischer Intellektueller und von Politikern, das Kleingedruckte auszuarbeiten. Das war zwar ein bisschen unsensibel formuliert und er musste sich vorwerfen lassen, dass er damit die Experten über die normalen Leute erhebt, aber im Grunde hat er schon recht. Übrigens, unsere Wirtschaftswissenschaftler, ist Ihnen das schon einmal aufgefallen, nachdem die Wortführer dieser Branche jetzt 40 Jahre lang das Geschäft der Eliten besorgt haben, gewinnt jetzt wieder der Typus des rebellischen Ökonomen, des Volkswirten an der Seite des einfachen Volkes, die Oberhand. Mit Paul Krugman und Joseph Stiglitz sind da zwei Nobelpreisträger an vorderster Front gewissermaßen. Und Stiglitz ist ja wirklich der Stichwortgeber dieser Bewegung geworden. Der hat in Vanity Fair einen Essay geschrieben und dessen Gedankengang war so. Die obersten 1% krallen sich alles. Im Senat und in der Regierung sitzen Leute aus diesem obersten 1%, die für diese 1% regieren. Und den 99%, die nichts abkriegen, bleibt nur übrig, ohnmächtig zuzusehen. Und dann hat er geendet mit folgenden Worten. In Ägypten und Tunesien sind Regierungen gestürzt worden. Und wenn wir das sehen, sollten wir uns eine Frage stellen.
wann kommt das nach Amerika? Well, we have all these problems. In many ways, there's a risk that things could get even worse. Ein Essay eines Wirtschaftsnobelpreisträgers als Skript für eine Rebellion. Wann hat es das schon gegeben? Wir sind 99% ist jetzt die Parole der Demonstranten und aufgerufen wurde zur Okkupation mit dem Slogan Are you ready for a Tahrir moment? Ja, und sie haben recht. Es ist so simpel. Sie haben recht. Es geht einfach um mehr soziale Gleichheit und die kann man herstellen. Eine Marktwirtschaft, die kontinuierlich wächst und das tut sie im Grunde mit wenig Unterbrechungen seit 200, 250 Jahren, die produziert zusätzlichen Wohlstand und den kann man so verteilen und man kann ihn so verteilen. Man kann ihn so verteilen, dass die Reichsten den Großteil abbekommen und man kann ihn so verteilen, dass diejenigen, die weniger haben, mehr abbekommen. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal eine Grafik. Das ist der Anteil an allen Einkommensarten, die die obersten 1% erhalten. Das waren vor 100 Jahren, das sehen Sie ganz links auf dieser Grafik, etwa 20-25%. 1%, das oberste 1% kriegt 20-25%. Sehr starke Ungleichverteilung. Und zwischenzeitlich sank dieser Anteil aber auf 5-10% in der Mitte dieser Grafik. Das war die Zeit, wo der Wohlstand gleichmäßiger, gerechter verteilt war. Und zuletzt stieg der in vielen Ländern wieder auf einen Anteil von 15-20%, also fast schon wieder auf jenen Anteil wie vor 100, 120 Jahren. Und das ist natürlich auch heute noch beeinflussbar, dass das wieder gerechter wird. Natürlich nicht durch die eine Maßnahme, durch das eine Gesetz, durch die eine Forderung. Diese Golden Bullet, wie das die Briten nennen, die gibt es nicht. Da braucht es schon einen klugen Mix. Steuergesetze, die hohe Vermögen und höchste Einkommen umverteilen. Sozialgesetzgebung, Stärkung der Gewerkschaften, sodass die niedrigeren Einkommen wieder steigen. Da muss man an 100 kleinen Stellschrauben drehen. Aber machbar ist das. Die Frage ist nur, ob man es will. Und 20 Jahre hat man uns ja erzählt, dass wachsende Einkommensunterschiede nicht so schlimm sind, weil wir sie akzeptieren müssen für eine brummende Wirtschaft, von der dann alle etwas haben. Aber jetzt wissen wir, die Anhänger großer Ungleichheiten haben uns alle zusammen an die Wand gefahren. Und wir wissen auch aus einer Vielzahl von Studien, dass Gesellschaften mit weniger Ungleichheiten lebenswerter sind als Gesellschaften mit sehr viel Ungleichheiten. Je höher die Ungleichheiten beispielsweise, desto größer die Statuskonkurrenz. Und unter Statuskonkurrenz leiden alle, sie macht uns richtig gehend krank. Der britische Ungleichheitsforscher Richard Wilkinson, den ich vor ein paar Tagen zu Gast in Wien hatte, der hat da seine Studien präsentiert und neueste Forschungen auch aus der Medizin. Und dann hat er ein schönes Beispiel gebracht. Bei den Affen, da gibt es Statuskonkurrenz und es ist ganz klar, welcher Affe Affe Nummer 1 ist, welcher Nummer 2, welcher Nummer 3 und welcher Nummer 8, 9 und 10 ist. Und der Affe Nummer 1 beißt alle und Affe 10 wird von allen gebissen. Der hat die meisten Bisse. Und dann hat er gesagt, wir Menschen, wir würden das natürlich nie so machen. Nicht wahr? Würden wir doch denken, dass wir Menschen das nie so machen würden. Und dann hat er eine Studie präsentiert, unter 30.000 britischen Beamten aller Hierarchien, unterschieden nach 5 Hierarchiestufen. Und bei denen hat man einen Blutverdickungsstoff gemessen, der zu Herzerkrankungen und Herzinfarkt führt. Auf der ersten Stufe ganz wenig davon. Hierarchiestufe 2 schon mehr. Nummer 3 noch mehr. Nummer 4 viel mehr. Und bei der Hierarchiestufe Nummer 5, also bei denen ganz unten, ganz viel von diesem Stoff, der zu Herzerkrankungen und Herzinfarkt führt. Also auch nicht anders als bei den Affen, bloß dass bei uns halt die Winnertypen nicht beißen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man diese Hierarchien egalitärer gestaltet, dann heißt das ja natürlich nur, dass die Statusunterschiede geringer werden, aber die einzelnen Hierarchieklassen, sie bleiben natürlich, sie werden gewissermaßen nur komprimiert. Aber wenn das passiert, dann entwickelt sich auch eine Kultur mit der Zeit, eine Kultur der Egalität. Und deshalb sind egalitärere, also gleichere Gesellschaften lebenswerter für nahezu alle. Und je mehr Ungleichheit, umso mehr Probleme. Und da finde ich, das ist doch eine sehr konkrete Forderung, ein sehr konkretes Ziel. Lässt sich ein konkreteres Ziel formulieren als jenes? Lasst es uns besser als die Affen machen.